Zodele. So, schöne Grüße von meiner Couch. Muss mal die Schachtel auf Seite stellen. Die Katzen spielen schon mit dem Maischips, mit dem Verpackungsmaterial. Da ist er. Der Dornenkönig ist da. Danke, Patricia. Was lange währt, wird endlich gut. Und interessanterweise alleine schon die Geschichte zum Dornenkönig. Der Oberbrüller. Absolut der Oberbrüller. Nachdem ja meine Christine schon ewig ihre Flöte hatte, habe ich immer gesagt, ich brauche auch so ein Ding. Und irgendwie saß ich hier und Metatron sagte, es ist Zeit für die Flöte. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, passt schon. Na? Und auf alle Fälle. Eiersüßen, schöne Grüße von meiner Couch. Und auf alle Fälle, tja, sah ich dann nur, dass Patricia schrieb, ein Schwarzdorn hätte sich bei ihr gemeldet. Und ich habe mal gedacht, okay, wenn sich bei der ein Schwarzdorn meldet, ist vielleicht bei mir mal an der Zeit für meine Flöte. Ja, und last but not least habe ich dann zu ihr gesagt, du hast eine Flöte für mich. Und dann haben wir so hin und her geschrieben über WhatsApp, so nach dem Motto, Bella, hast eine Flöte für mich? Und Lämmerer, du wirst dich freut haben. und ja, und jetzt hat sich doch dann beim Bau der Flöte der Erzengel selber offenbart. Seht ihr ihn? Mal drehen. Im Mundstück ist er drin, mit Flügeln. Das ist wie mit meinem Stein, ne? Wo ist denn der Stein? Der müsste hier irgendwo rumfahren. Muss mal fummeln, ob ich ihn finde. Der müsste hier irgendwo sein. Ach, da ist er. Das ist wie mit dem Stein. Ingrid, kannst du dich noch erinnern? Guckt. Das ist wie mit dem Stein, ne? Metatron offenbart sich immer wieder. Bei der Stimme Metatrons. Da ist er. Na, drehen wir noch mal. So, sieht man schon. Ja, so. Jetzt habe ich ihn natürlich, ich habe dann gleich mitgekriegt, wie er ankam hier. Ist logisch, ne? Und bin dann runtergerannt und in dem Moment, wo ich die Schachtel in der Hand hatte, ging es schon auf Jovi. Ja, und jetzt habe ich natürlich schon gespielt und interessant war, wir kennen ja unseren Moses, ne? Moses war natürlich gleich mit dabei. So, jetzt probieren wir das mal. Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert. Das ist eine Fünflochflöte, ja? Ich glaube, in der dritten Klasse oder so hatte ich meine erste Blockflöte. Das ist, glaube ich, das normale Alter, das ist, glaube ich, das Blockflötenalter, so zweite, dritte Klasse, oder? Oder geht das schon früher los? Ich kenne mich da nicht so aus. Okay, jetzt probieren wir es mal. Gut. Zap, 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 zap. So. Mundstück für die Stimme Metatrons, Metatron. Und der Moses tut auch schon wieder mit. Übrigens, die Katzen liegen alle um mich rum. Die genießen das total. Ne? Da liegt die Fledermaus, der Melchior, der Merlin liegt da drüben, der Maradona liegt auf der Kratztonne,
Der Morpheus, der hat mich vorhin gleich niedergebusselt und niedergeschmust. Mich wundert es, dass er jetzt irgendwie, ich glaube, der liegt in der Box. Das ist geil, das Teil. Da? So, der Schwarzdorn, der Flöterich. Na, wir wissen, dass das keine Flöte ist. Weil was mache ich mit den Frauen? Gar nichts. So. Alleine schon der tiefe Ton, so dieses, könnte auch ein bisschen schwermütig sein. Ne? Man könnte auch schwermütige Musik damit machen. Aber wir sind ja nicht schwermütig. Ich finde ihn gut. Ich bin mal neugierig bei euren Kommentaren, wie ihr ihn findet. Metatron. Verewigt in Schwarzdorn. Mehr gibt's, glaube ich, nicht dazu zu sagen, oder? Wir hören uns. Ich werde jetzt ein bisschen spielen. Mal gucken, wie der Moses noch drauf reagiert. Aber das ist jetzt eine Sache zwischen Metatron und mir. Na? Da. Wenn wir jetzt gleich noch einen schönen Duft anzünden. Ich dachte so an Lavendel und Sandelholz. Ne? Passend. In diesem Sinne, schönen Donnerstag.